So, hallo, wir machen weiter. Beim nervenaufreibenden 7. Weltabschnitt von Kirby, weil ich jedes Mal eine Seele vergesse und dann alles nochmal spielen muss. Aber diesmal werde ich definitiv nicht weitergehen, wenn ich nicht alles habe und es bestätigt bekomme. Und wenn ich irgendwo was nicht sehe, dann starte ich den kompletten Abschnitt neu. Ist mir völlig egal. Dann starte ich den kompletten Abschnitt neu, weil dann habe ich vielleicht was verpasst, was ich gar nicht mehr bekommen kann. So war es nämlich im letzten Part, falls ihr das noch wisst. Da war irgendwie so eine Insignie. So eine Seele war über einem Dach. Okay, ich sollte aufhören zu reden. So eine Seele war über einem Fass. Und dieses Fass hat die Seele verschwinden lassen, theoretisch, wenn man es zerstört hat. Weil die dann ins Wasser gefallen ist. Like, what the hell? Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nein. Kann ich nicht. Ja, schade. Ja, das, die Münzen ja mal keine Bedeutung haben, ne? Das war alles hier nutzen. Oh, jetzt sehe ich's, aber oh mein Gott, jetzt sehe ich's. Ich habe es nicht gesehen vorhin tatsächlich, obwohl die Richtung richtig war. Ich habe es nicht gesehen. Lol. Wie schlecht von mir. Ich habe es nicht gesehen. Unfassbar. Schämlich. Okay. Hier sind mehrere so Lücken. Ich meine, spätestens jetzt wäre ich wahrscheinlich nochmal zurück und hätte es dann vielleicht noch bemerkt. Aber wow, das hätte ich wieder übersehen erstmal. Multikill. So. Ja, aber ich denke, dann kann man es ja auch grundsätzlich so machen, dass man erstmal grob durch die Welten durchgeht. Ja, ist doch gut. Dass man erstmal grob durch die Welten durchgeht und wenn die Bestätigung kommt, ist man ja eh fertig. Und wenn die Bestätigung, halt nicht kommt, dann weiß man ja, dass was fehlt. Nice. Na, so ein Ding ist das. Acht. Oh oh. Hoch, hoch. So, jetzt aber. Okay, hier ist die Tür. Okay, da ist noch eins, was ich mit irgendeinem Schalter oder so auslöse. Ach, ich seh's. Ich seh's. War das jetzt so schwierig, dass also so ein großes Secret, dass man dafür gleich drei bekommt? Ich meine, mir soll es recht sein. Ich nehme die gerne mit. So ist nicht. So, das müssen jetzt aber alle gewesen sein. Nein! Das waren nicht alle. Okay, was ist hier los? Wo war ich wieder blind? Okay. Da war ich blind. Hab's gesehen. Ist das jetzt weg oder was? Oder manchmal taucht er auch an einer anderen Stelle auf. Oder geht es mit dem auch kaputt? Nee. Scheiße. Ist noch irgendwo so ein... Ah, da vorne. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht sein. Ach Quatsch, was mache ich denn?
Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht sein, dass der jetzt weg ist. Nein, ist er zum Glück auch nicht. Das wäre mies gewesen. Okay, ich hoffe, da ist das letzte drin, sonst bin ich überfragt. Aber es ist so versteckt. Ja. Okay. Gut, erster Abschnitt abgeschlossen. Hoch, okay. Erster Abschnitt abgeschlossen. Sehr schön. Da muss doch jetzt auch wieder in irgendeinem Abschnitt... Oh, scheiße. Hätte ich da doch das Schwert mitnehmen wollen eigentlich. Hätte ich jetzt... Habe ich daran gedacht, dass hier ein Boss kommt. Ja, scheiße. Aber gut, das geht auch. Das geht auch. Ist jetzt nicht so effektiv, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber es gibt Schlimmeres. Tschüss. Okay, aber lass mal die Eisfähigkeit jetzt mitnehmen. So. Die hole ich mir gleich, die drei Dinger. Nochmal kurz hier gucken. Vor allem da oben drauf will ich. Okay, kann ich gar nicht hoch. Da komme ich gar nicht hoch, wa? Aber war ich da nicht schon mal drauf? Ah, von dem Ding aus war ich schon mal drauf, richtig? Ich erinnere mich da an irgendwas. Ja. Okay, oder ist nichts? Schade. Okay. So, kann ich hier zur Seite raus? Nein, okay. Ich wollte sagen, hier muss jetzt auch noch irgendwann das Geisterhaus wieder kommen. Lol, hier ist schon die Tür. Okay, dann ist das ein ganz kurzer Abschnitt. Ist einfach nur der Kampf gewesen. Da muss jetzt irgendwo aber natürlich noch eine Fähigkeit, also noch eine Seele rauskommen. Irgendwo muss hier noch eine Seele rauskommen. Hier kann ich rein. Kann ich auch wieder raus. Okay. Oh lol. Da nochmal so Kristallsammeldinger. Nochmal ein Dreier dann vielleicht sogar? Ja, nochmal ein Dreier. Cool. Schnell verdiente Seelen. Dann waren das wahrscheinlich jetzt hier alle. Nein! Okay. Gegner da oben vielleicht in irgendeiner Form noch, dass ich die besiegen muss? Waren die so, so schwarz, schattenartig? Oh mein Gott. So schattenartig? Eigentlich nicht, ne? Aber... Oder die Münzen muss ich noch einsammeln. Nee. Die Richtung mal fliegen. Jetzt bin ich aber schon wieder böse irritiert hier. Kann ich in die Löcher rein? Das hatte ich schon mal getestet, aber die waren alle immer Deko. Zur Seite kann ich nicht raus. Das habe ich auch extra getestet. Okay, ich habe natürlich in dem Loch selber, also in dem Eingang da selber, habe ich jetzt noch nicht so explizit geguckt. Ist auch nichts weiter, ne? Ja?
Okay, hä? Das ist so klein hier. Das kann doch gar nicht sein, dass hier jetzt noch was... Hä, wo denn? Oh mein Gott, da oben drauf. Alter, ey, zum Glück gibt es diese Nachricht, ne? Immerhin daran haben sie gedacht. Immerhin an sowas haben sie gedacht. Aber, ja. Oh, mit der Glühbirne verbunden. Okay, das wird stressig. Erstmal hier hingucken, überall. Aber hier scheint nichts zu sein, okay. Kommen gleich die Dinger, die rausklappen. Oh. Okay. Also solange die... Da komme ich noch nicht rüber, ne? Nee. Solange die Geisteraugen nicht kommen, kann ich ja im Prinzip Dauerlicht machen. Aha! Hier haben wir mal wieder eine Kapsel gefunden. Im Wasserabschnitt habe ich leider keine Kapsel gefunden. Jetzt fahren wieder die Dinger raus. Ja, das ist dieser typische Ding, genau. Okay. Und jetzt kommen gleich die Augen dazu, ne? Irgendwo ab hier kamen die im Original auch. Ja, da sind sie schon. Und bereit zu nerven. Oh, die muss ich jetzt sogar erstmal weglocken. Und dann gehen die wieder zurück. Wie seid ihr denn drauf? Okay. Ich glaube, das hier ist Bonus. Ja. Shish. Alter, mach dich weg, Kollege. Meine Energie ist nicht so geil. Oh, da ist wieder so ein Auge. Aber da oben ist Energie. Und da drüben war doch ein Weg mal, oder? Ursprünglich. Ah, jetzt ist da aber kein Weg, aber das ist was anderes Schönes. Nein! Oh Gott, komme ich da raus, ohne den zu berühren? Ja, okay. Aber Glück gehabt. Okay, jetzt sind wir fast durch. Da geht es jetzt noch einmal nach hinten weg. Das weiß ich noch. Nach hinten. Sheesh. Nach hinten geht's hier noch, genau. Da ist safe nochmal so ein Dreier jetzt gleich. Okay, einen locke ich weg und der andere kann mich mal. Ja, Dreier. Und sind es alle? Bitte ja, bitte ja. Yes. Huh, sehr schön. Dann raus da. Die Münze können wir noch gerne mitnehmen. So. Und dann Abflug. Okay, sehr schön. So weit, so praktisch. Der Boss hier wird halt Tazandra. So, das ist... Das wird mich nochmal richtig abfacken. Aber mal schauen.
Bisher haben wir ja immer eigentlich eine Fähigkeit bekommen, die dann dafür tatsächlich ganz praktisch war. Ich bin mal sehr gespannt. Ist das jetzt irgendwie so ein Zeitding, dass wenn ich das nicht schaffe, dass dann das Ding auch verschwindet? Oder was soll das jetzt hier darstellen? Mir kann es egal sein, ich hab's geschafft. Okay, auch das habe ich geschafft. Wir sollen weiter die Eisfähigkeit bekommen. Ist in Ordnung. Da ist ein Schattengegner. Der muss auf jeden Fall drauf gehen. Hallo? Hallo, wie weit bist du weg? Okay, du bist weit genug weg. Beziehungsweise anders gesagt, du bist zu weit weg. Da ist natürlich auch einer drin. Und da ist wieder... Okay, haben wir in der Wasserwelt wirklich auch so einen Stein verpasst? Weil bisher war jetzt in jeder Welt eine Kapsel und ein Stein, außer in der Wasserwelt. Aber in der Wasserwelt habe ich doch auch eigentlich alles so gründlich durchgeguckt, ne? Eigentlich halt zumindest. Aber ja, wie gesagt, die Betonung liegt halt auf eigentlich. Wahrscheinlich halt doch nicht. Okay. Oh. Oh, da unten sind wieder Kristalle. Okay, alles klar. Dann gönnen wir uns die mal. So. Aua. Da stoße ich mir vor Freude den Kopf. Und das führt zu einem Dreier. Sehr schön. Waren das alle? Nein, aber da unten ist auch noch eins. Okay. Bitte lass das letzte sein. Das wäre sehr schön. Yes. Okay. Ein Abschnitt noch. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wo bin ich jetzt? Ich bin sehr irritiert. Das ist ein neuer Abschnitt. Das kennen wir noch nicht. Kann garantiert nicht einfach geradeaus laufen. Ja. Ist das jetzt ein... Oh, das ist jetzt ein Labyrinth in Form von so einem Geisterding. Im Rahmen von dem Geisterding ist das jetzt ein Labyrinth. Das ist ja interessant. Okay. Aber cool, dass auch was Neues kommt, weil das war überhaupt noch nicht in der richtigen... im Original. Das ist cool. Neue Sachen mag ich. Neue Sachen mag ich sehr. Da wäre ein Schalter. Oben drauf ist ein Ding. Hier ist alles dicht. Dann ist jetzt der runtergefallen. Okay. Dann können wir jetzt hier weiter. Da hinten ist auch einer. Komme ich da schon ran? Über das Fenster oder so? Nee, ne? Ich habe ihn gesehen. Ah, doch, ich komme schon ran. Okay, alles gut. Das wäre die andere Richtung. Ich muss hier lang. Okay, da ist auch einer. Ah, ich sehe was. Das ist safe für den Dreier. Ja. Okay, jetzt fährt hier nämlich die Wand runter. Alles klar.
Damit interessieren wir uns nicht mehr dafür. Und haben dann alle. Nice. Okay, das war cool. Das war wirklich cool. Das hat mir gefallen, weil es was Neues war. Also bei ein paar Sachen denken sie sich auch noch was Neues aus. Das ist doch schön. So, wir bekommen einmal den Stachel und das Schwert. Ich würde Schwert natürlich schon fühlen. Ich darf mich halt nicht treffen lassen. Und ich fürchte, die wird mich sehr schnell treffen. Aber wir können es ja einmal probieren. Boah. Tazandra Phanto. Okay, sie fängt gleich damit an. Gute Richtung auf jeden Fall zum Schießen. Wow. Okay. Okay, damit hat sich das erledigt mit dem Schwert. Alter. Ich meine, Schwert ist nach wie vor eine gute Waffe, so, keine Frage, ne? Don't get me wrong. Aber sie ist weniger schlimm als erwartet. So, sie gibt mir zwar ordentlich, aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als ob sie gar nicht machbar wäre. Ich habe das deutlich schlimmer erwartet. Das ist okay. Hat sie auch jetzt eine Phase, wo sie da hochgeht, oder passt sie, bleibt sie jetzt, chillt sie jetzt? Okay, sie geht da hoch, ne? Okay, sie geht da hoch, ja. Alles klar. Oh, sie geht nicht da hoch. Oh, sie geht da... Was? Okay. Okay. Was ist das jetzt? Oh, okay, sie kann das auch. Das hat sie von ihrem... sie ist doch hier die... Ist sie die Schwester von Leopold oder irgendwie so? Also auf jeden Fall hat sie mit Leopold zu tun. Weil sie sorgt sich ja auch um ihn. Also nicht die hier, sondern halt die andere. Also die echte. Das ist ja nur Phantom-Tazandra. Oh mein Gott, die macht mich noch weg hier. Ja, alles klar. Aber diese X-Attacke hatte der auch drauf. Okay. Also grundsätzlich ist Schwert cool, wenn ich die Energie behalten würde. Ich glaube aber dann fast, dass der Stachel hier eher für sie gedacht ist. Ich meine, das behalte ich halt auch. So, egal was passiert, ne? Ich glaube, damit kann ich auch ihre Attacken abwehren. Na, selbst wenn sie jetzt wieder ankommt, mache ich einfach den hier. Und sie kann mir fast gar nichts. Naja, ein bisschen was kann sie. Oh, und ich kann die Sterne aufsammeln. Oh mein Gott, ja, stimmt. Ich kann die Sterne aufsammeln von ihr. Das habe ich ganz übersehen. Ich kann die Sterne aufsammeln und in sie reinschleudern. Das habe ich komplett übersehen, dass das geht. Richtig. Kann ich vielleicht jetzt sogar die... Okay, jetzt macht sie ja erstmal den Quatsch. Aua. Aua. Okay, aber man müsste halt dann treffen, auch mit den Sternen. Ah, mein Gott. Ah, scheiße. Ja, sie gibt mir schon noch böse. Ein bisschen konzentrierter muss ich schon gegen sie spielen. Also das wird so noch sonst nichts. Kann ich die Schwerter eigentlich auch aufsammeln? Man weiß es nicht so genau. Okay, aber ich glaube, das ist die bessere Taktik gegen sie. Sterne aufsammeln und auf sie zurückschleudern. Weil das Schwert geht halt nur, solange ich keinen Schaden bekomme von mir. Das ist schon utopisch gedacht.
Nice. Mist. Okay, das gibt jetzt schön Sterne. Schön Sterne sammeln und auf sie drauf. Nice. Aua. Oh, das war sehr gut. Das hat ordentlich gezwiebelt. Das hat ordentlich gezwiebelt. So, jetzt schön ausweichen, einfach nur eine Zeit lang. Oh, ich bin in die langsame Schockwelle reingerannt. Das war ja auch nervig. Oh mein Gott. Nein, ich hasse diese Sterne, diese X-Attacke. Attacke. Mann! Oh, weg, 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 weg. Okay. Ah, sie muss halt nur noch einmal treffen und ich bin down. Jo. Und ich bin down. Aber wie gesagt, sie wirkt machbar. Sie wirkt machbar. Sie wirkt nicht so schlimm wie erwartet. Also sie ist schon krass, aber es sollte hinhauen. Es sollte hinhauen. Mit ein bisschen Training. Bisschen vorsichtiger spielen. Haut das hin. Sollte halt vor allem immer schön die Sterne auf sie zurückschleudern. Aua. Ich muss mehr aufpassen, weil zu viel Schaden darf ich von ihr halt nicht kassieren. Das hat ordentlich gezwirbelt. Okay, bisher gut. Bisher sehr guter Ablauf. Diesmal renne ich halt einfach nicht in die Schockwelle von ihr rein. So ein ganz großer Idiot. Oh, das waren so viele Sterne, wenn ich die getroffen hätte. Schade. Ja, das war's. Die ist down. Das überlebt sie nicht mehr. Ein Treffer noch und sie ist down. Kann sie machen, was sie will. Kann sie machen, was sie will. Juckt. Juckt. So, komm her. Tschüss. Oh mein Gott, yes. Das erste Mal, dass wir eine Welt in Welt 7, also ein Level in Welt 7, komplett abschließen mit dem ersten Mal. Und nicht noch ein zweites Mal rein müssen. Yes. Sehr schön. Puh, meine Güte. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Zack. Alles gefunden, let's go. Der Meta Knight Kirby. Sehr schön. Und dann haben wir hier die Schneewelt. Da geht's dann gegen den krassen neuen DDD. Ich bin da sehr gespannt, was da abgehen wird. Na, also... Der neue DDD, dann das neue... Die ganzen Bosse alle nochmal. Hier dann auch der zweite DDD. Und hier dann natürlich... Wahrscheinlich Leo nochmal. Alle wahrscheinlich. Wahrscheinlich einfach alle nochmal. Boah, es wird schon noch richtig krass. Also, Finale kann das Spiel. So, also Endgame ist es ja eigentlich nicht Endgame, Postgame. Postgame kann das Spiel, ne? Das ist schon... Ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel mit 5 Steinen wieder was leveln.
Ich könnte mein Schwert weiterleveln. Das wäre vielleicht eine Idee. Schwert oder Feuer leveln? Feuer ist eigentlich auch nicht schlecht. Weil mit Feuer zum Beispiel bin ich jetzt nie bei den Bossen gelandet. Weil man es einfach nicht kaum bekommt. Na, egal. Hier schließe ich jedenfalls erstmal die Aufnahme ab. Das reicht mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.